Hallo und herzlich willkommen beim großen Reifenvergleichstest des Motorradmagazins. Wir haben uns heuer zum ersten Mal Adventure-Reifen angeschaut, aus gutem Grund. Die Adventure-Klasse ist ja eine, die besonders beliebt ist. Ich sage jetzt nicht nur BMW GS, sondern ihr wisst alle, es gibt noch sehr viel mehr Marken und Typen an Adventure-Bikes. Der Markt ist geradezu am Explodieren. Dementsprechend haben die Hersteller das erkannt und auch spezielle Reifen produziert, die nichts anderes tun, als genau diese Fahrzeugklasse möglichst glücklich zu machen. Wir haben 5 Reifenhersteller eingeladen. Avon, Bridgestone, Continental, Dunlop und Pirelli haben uns ihre besten Adventure-Reifen zur Verfügung gestellt und wir haben uns diese ganz besonders genau unter die Lupe genommen. Ja, ihr habt sicher schon mehrere Reifentests gesehen oder auch gelesen und wie ist üblicherweise werden Reifen getestet, indem man mit einem Motorrad auf der Rennstrecke fährt und möglichst erfahrene Fahrer anschließend erzählen, wie es ihnen damit ergangen ist. Das ist etwas, das wir auch gemacht haben. Wir haben uns aber nicht damit zufrieden gegeben. Wir sind einen sehr wesentlichen Schritt weitergegangen. Und zwar haben wir mit der Firma Carbotech in Salzburg gemeinsam die Reifen an einem der modernsten Felgenprüfstände Europas getestet. Ja, und wie das im Detail ausschaut, das schauen wir uns jetzt gleich live an. Hallo, willkommen zurück. Wir sind mittlerweile hier in Salzburg bei Mubea Carbotech. Carbotech sagt sicher jedem was von euch, bekannt für Kohlefaserprodukte, vor allem im Rennsportbereich. Vielleicht die aktuellen Felgen der neuen BMW S1000 Doppel-R sagen euch auch was, die kommen von hier. Wir sind allerdings jetzt nicht wegen den Felgen hier, sondern weil hier zufälligerweise einer der modernsten Reifenprüfstände und auch Felgenprüfstände von Europa steht. Ich habe hier jetzt neben mir den Andreas Summer, verantwortlich bei Carbotech für Entwicklung und Berechnung. Und Andreas wird uns jetzt einmal kurz erklären, was wir hier mit den Reifen für euch machen. Also grundsätzlich, es ist so, dass wir hier genormte Bedingungen am Prüfstand haben. Das heißt, wir können wirklich jeden Reifen miteinander 1:1 vergleichen. Es ist so, der Prüfstand ist ursprünglich konzipiert worden für PKWs, ist da adaptiert worden, damit wir auch Motorradfelgen und Motorradreifen darauf prüfen können. Der Prüfstandstest läuft so ab, dass wir unterschiedliche Lastniveaus anfahren, von 150 Kilo bis 250 Kilogramm Aufstandskraft und bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten dann die Schräglaufwinkel, die sich einstellen, miteinander vergleichen. Sprich, mit welchem Schräglaufwinkel kann ich welche Seitenführungskraft bei gegebener Aufstandskraft übertragen. Das heißt also, ich kann mit dem Prüfstand auch messen, wann der Reifen sozusagen in der Kurve wegzurutschen beginnt. Ganz genau, das ist das Ziel dabei. Ja. Sprich, dann habe ich meine verschiedenen Reifen und die Kennwerte und kann sagen, der hat bei dieser Aufstandskraft und bei diesem Schräglaufwinkel, bei dieser Schräglage, die man hier zusätzlich noch beim Motorrad aufbringen muss, kann ich so und so viel Seitenkraft übertragen, bevor er wegzurutschen beginnt. Ich habe gesehen, ihr habt auch eine Wärmebildkamera hier im Einsatz. Was wird mit der gemacht? Das ist natürlich auch ganz interessant. Damit wird die Oberflächentemperatur des Reifens gemessen. Das sind auch gute Vergleichswerte, dass man sagen kann, der Reifen hat bei dieser Geschwindigkeit, bei dieser Aufstandskraft, bei diesem Schräglaufwinkel die und die jene Temperatur. Und so kann man auch das als Vergleichswert der verschiedenen Reifen heranziehen. Ein wichtiges Thema gerade für Adventure-Fahrer ist natürlich, wie lange hält eigentlich so ein Reifen? Das heißt, wie weit komme ich damit? Das berühmte Thema Verschleiß. Ihr wisst alle, es gibt verschiedene Methoden, den Verschleiß eines Reifens zu berechnen. Meistens fährt man halt selbst einmal eine Saison lang und sagt, naja, der hat 10.000 Kalten letztes Jahr, der andere hat 15.000 Kalten, ein anderer vielleicht 5.000. Natürlich sehr objektiv ist das nicht. Das ist der große Vorteil von diesem Prüfstand. Da haben wir absolut genormte
objektive Vergleichsdaten, wo wir jetzt natürlich nicht sagen können, wie lange ihr persönlich auf eurer Tour mit einem Reifen kommt. Wir können die Reifen aber exakt untereinander vergleichen. Das heißt, wir können super genau sagen, Reifen A hält unter diesen Bedingungen 10% länger als Reifen B und 3% länger als Reifen C. Das können wir ganz genau sagen. Ja, erklären Sie mir kurz, wie macht ihr das hier am Prüfstand? Ja, auch hier haben wir quasi ein standardisiertes Fahrprofil, das wir auf allen Reifen abfahren werden. Das sind Beschleunigungsmanöver, das sind Schräglaufmanöver dabei. Wichtig ist natürlich bei den Motorradreifen, dass man auch die unterschiedlichen Gummimischungen dabei abdeckt. Das heißt, wir müssen die unterschiedlichen die Schräglagenwinkel auch anfahren und danach, was man halt dazu sagen muss, diese Rolle, die hier den Prüfstand antreibt, ist jetzt nicht 1:1 vergleichbar mit der Straße. Allerdings, die Reifen untereinander wären dann schön vergleichbar, weil jeder Reifen dasselbe Fahrprofil und dasselbe Streckenprofil sieht. Ja, ich nehme an, die Geschwindigkeiten, mit denen man diese Tests fährt, spielen natürlich auch eine wesentliche Rolle. Wir wissen ja alle, ein Reifen, der bei 100 km/h fährt, nutzt sich bei Weitem nicht so schnell ab wie einer, der bei 200 fährt. Wie macht ihr das bei diesem Test? Ja, so für den Verschleißtest nimmt man ein Fahrprofil her, da sind alle möglichen Geschwindigkeiten dabei. Da fährt man bis zu 250 km/h. Und für die Messpunkte, wo wir wirklich den Schräglaufwinkel und die Seitenführungskräfte messen, fahren wir konstant mit 100 km/h jeden Punkt an, damit man hier Vergleichswerte hat. Also eine durchaus realistische Geschwindigkeit, die man üblicherweise auch fährt. Was kann der Prüfstand eigentlich im Extremfall, also wenn man da so wirklich Vollgas gibt? Also Topspeed von dem Prüfstand sind 300 km/h. Das ist auch schon ganz schön beeindruckend, wenn man sich diese Rolle hier anschaut, wo die Straße simuliert. Das hat einen Durchmesser von 2 Meter, wiegt insgesamt 2 Tonnen. Da kann man sich schon vorstellen, was da hier für Kräfte im Spiel sind. Auch dieser ganzen Apparate hier, die Hydraulikzylinder und so weiter, die Lüftung dient alles nur dafür, diesen Prüfstand in Bewegung zu setzen. Einen Stockwerk darüber, hier ist noch einmal ein Raum, der genauso groß ist, wo sich nur die Schalteinheiten befinden für diesen ganzen Prüfstand. Also das ist schon ganz schön imposant. Ja. Aufstandskräfte können realisiert werden bis zu 5 Tonnen. Das sind dann quasi die Abschaltgrenzen von diesem Prüfstand. Da wird dann das Rad und der Reifen schon ganz schön beansprucht. Ja. Ich nehme an, meistens testet ihr hier keine Reifen, sondern vor allem Felgen. Also das heißt, da wird wirklich die Spitzenbelastung von Carbonfelgen zum Beispiel getestet. Das ist richtig, ja. Also da hat man auch gerade beim Pkw dynamische Radlasterhöhungen, die sind das Doppelte oder Dreifache von der statischen Aufstandskraft. Man hat auch irrsinnige Verschleißerscheinungen beim Reifen. Es kommt auch oft vor, dass sich so ein Reifen da unter der Extremlast zerlegt. Also wenn man hier zum Beispiel hinschaut, das sind 4 mm dicke Stahlbleche, die einfach verbogen worden sind durch explodierende Reifen und herumfliegende Reifenteile. Also da sind schon Kräfte im Spiel, wo man wirklich Respekt haben muss. Das ist der Grund, warum dieser Raum hier hermetisch abgeriegelt ist. Also wir sehen diese Panzerglasscheibe da mit Durchschusssicherungsklasse 8 oder so, wie du gesagt hast, die hat schon ihre Berechtigung. Ganz genau, ja. Ja, wir sind zurück aus Salzburg, zurück von Carbotech. Ihr habt gesehen, dort geht es außergewöhnlich spannend zu. Wirklich spannend sind auch die Messdaten, die die Ingenieure dort für uns gemessen haben. Mittlerweile haben sie auch schon ausgewertet. Die Ergebnisse sind hochinteressant, ganz besonders was das Verschleißverhalten der Reifen angeht. Es ist wahrscheinlich noch nie von einer Motorradzeitschrift das Verschleißverhalten von Motorradreifen so präzise und reproduzierbar gemessen worden wie von den Ingenieuren bei Carbotech. In dieser Grafik sieht man auf einen Blick die prozentuellen Unterschiede des Verschleißverhaltens. Das heißt, wenn der Avon Trail Rider komplett verschlissen ist, bietet zum Beispiel der Pirelli Scorpion Trail 2 noch die Hälfte seiner ursprünglichen Profiltiefe und hält damit ungefähr doppelt so lang. Aus technischen Gründen haben wir allerdings nur die Hinterreifen testen können. Theoretisch ist es also im Prinzip möglich, dass die Vorderreifen ein etwas anderes Verschleißverhalten zeigen. Ja, damit sind wir beim zweiten Teil unseres großen Adventure-Reifentests angekommen. Das sozusagen klassische Teil eines Reifentests. Klassisch insofern, wir sind auf eine Test- und Prüfstrecke gefahren. Natürlich nicht irgendeine, sondern wenn, dann gleich auf den Wachauring.
ÖMTC, ihr kennt das sicher alle. Dort hat man sehr viele Möglichkeiten, wenn es darum geht, Reifen sehr genau zu testen. Wir haben zwei unserer schnellsten Fahrer dazu verpflichtet, die Reifen sozusagen subjektiv zu testen. Darüber hinaus, und das ist das Wesentliche, das ist das, was eigentlich unseren Reifentest auch wirklich auszeichnet, haben wir einen Entwicklungstechniker von KTM bekommen, der mit seinem Messequipment am Wachauring aufgetaucht ist. Eines der beiden Motorräder, nämlich KTM 1290 Super Adventure S, in eine Art fahrendes Messlabor verwandelt hat und wirklich live auf der Strecke zahlreiche Messdaten erfasst hat, die er dann im Anschluss in Ruhe auswerten konnte. Für alle Messungen und für die subjektiven Fahreindrücke auf Asphalt ist unser Testfahrer Roland Schuch auf die KTM gestiegen. Damit er die Tests vorurteilsfrei fahren konnte, wurde er mit einer Augenbinde bis zum Motorrad geführt und durfte sie erst abnehmen, nachdem er auf dem Motorrad Platz genommen hat. Das heißt, Roland hatte keine Ahnung, mit welchem Reifen er gerade unterwegs war. Der Reifen Nummer 1 hat einen sehr guten Grip eigentlich im Trockenen. Er neigt nicht dazu, dass er überhitzt, wenn er dann warm wird, hat aber einen relativ kurzen Grenzbereich. Da könnte man sich eventuell dann mit dem Druck vom Reifen helfen, wobei da die Traktionskontrolle eigentlich schon zu langsam war zum Reagieren. Beim Reifen 2 ist das Handling sehr, sehr gut, genauso wie beim Reifen 3. Der Reifen 2 lässt sich durch die Pylonen eigentlich problemlosest durchzirkeln. Wenn man auf den einen Wert legt, dass sein Motorrad extrem gut handelt, dann ist der Reifen 2 eine sehr, sehr gute Wahl. Der Reifen 3 hat auch sehr, sehr gutes Handling und der Grip ist ähnlich wie beim Reifen Nummer 2. Hat aber einen groben Nachteil im Nassen, weil beim Nassbremsen, bei den letzten ABS-Phasen, das Vorderreifen immer versucht, in irgendeine Richtung auszuweichen. Also es bremst nicht gerade bei der ABS-Bremsung im Nassen, sondern er weicht immer in irgendeiner Seite aus und da muss man drauf gefasst sein. Ist wenig Problem, wenn man es weiß und kennt, aber wie das so im Nassen ist, beim ABS-Bremsen würde ich eher darauf verzichten. Beim Reifen Nummer 4, der mein persönlicher Testsieger ist, ist das Handling vielleicht nicht so gut wie beim Reifen Nummer 2 und beim Nummer 3. Aber man hat immer das Gefühl, beide Reifen sind auch beim ruckartigen Hin- und Herlegen von links auf rechts immer am Boden. Und man hat immer das Gefühl, es ist immer Grip da. Zusätzlich ist noch der Grenzbereich sehr, sehr breit und er neigt auch nicht dazu, dass er im Nassen in irgendeiner Richtung ausweicht. Also für mich ist das der absolute Testsieger. Er hat einen guten Grip, er hat ein passables Handling, wenn man das jetzt so reinnimmt, weil die KTM sowieso ein gutes Handling hat. Beim Reifen Nummer 5, der ist sehr unpräzise beim Fahren. Es kommt mir so vor, wie wenn die Karkasse relativ weich ist, obwohl die Drücke so hoch sind. Und es ist auch die Tendenz beim harten Bremsen, wie wenn sich der Vorderreifen zusammendrücken würde und er dadurch eigentlich sehr unangenehm ist beim harten Bremsen im Trockenen. Generell ist der Grip nicht schlecht und er braucht auch sehr, sehr wenig Aufwärmzeit.
Wenn man allerdings sehr sportlich fährt, würde ich ihn nicht empfehlen, weil er dann einfach zu weich ist beim richtig harten Beschleunigen. KTM hat uns für die Tests im Gelände eine eigene Super Adventure S zur Verfügung gestellt, bei der wir das Fahrwerk und die Motorabstimmung passend auf den Enduro-Modus eingestellt haben. Damit für alle getesteten Reifen möglichst vergleichbare Verhältnisse vorliegen, haben wir auf schweres Gelände verzichtet und sind ausschließlich auf Schotter unterwegs gewesen. Dabei waren sowohl tiefe Schotterabschnitte als auch Bereiche mit härterem Untergrund und Übergänge zu Asphalt. Also im Prinzip durchaus typisches Gelände für die Gewichtsklasse der Super Adventure S. Unser Testfahrer Andreas Halsmeier war übrigens einmal mehr begeistert, was mit der vergleichsweise schweren KTM alles möglich ist. Ich habe das Glück gehabt, dass ich die KTM 1290 in Peru beim Launch damals fahren durfte. Was eine irrsinnig beeindruckende Sache war einfach, weil man glaubt immer, große Motorrollen, 234 Kilo, irrsinnig schwer, irrsinnig groß, das geht nicht. Und wurde dann eines Besseren belehrt. Im Beisein von Chris Birch, der ja phänomenal fährt und die Motorrollen bewegen kann in einer Art und Weise, die echt phänomenal ist und schwerst beeindruckend. Was mir irrsinnig taugt an dem Motorrad ist, du kannst halt wirklich richtig Gas geben auf der Straße und aber gerade mit diesem Enduro-Modus, der dir halt doch massiv die Leistung gehabt, wirklich Spaß im Gelände haben. Wo halt da wirklich die einzige Sache, die dich blockiert, ist in Wahrheit du selber und nicht das Motorrad und auch nicht die Raffen, wie wir heute gesehen haben. Weil die Sache ist einfach die, man glaubt immer, da ist kein Profil drauf, da sind keine Stoppeln drauf, das kann nicht funktionieren. Und es funktioniert. Es funktioniert wirklich. Man muss es halt einfach trauen und man muss halt einfach sagen, okay, passt, ich nehme das Risiko in Kauf, dass ich vielleicht halt umfliege. Aber das gehört halt auch irgendwie dazu. Und ich sage einmal so, ich denke mal, dass man einfach viele Gelegenheiten sich entgehen lässt, wenn man nicht auf die Schotterstraße jetzt fährt, in den kleinen Weg reinfährt, weil man für Sachen sieht, die man sonst nicht sehen würde. Also prinzipiell der Reifen 1 war super kontrollierbar. Du kommst rein in die Kurven, es war am Anfang die Strecken noch recht feucht und keine Rillen und relativ glatt. Und hat mir kurz Feedback gegeben. Aber von der Schräglage her im Prinzip hast du halt recht wenig fahren können. Wie gesagt, es war in der Früh auch noch relativ feucht, also das kommt sicher auch dazu, was da mitspielt. Der Reifen 2 war beim Beschleunigen und Bremsen nahezu für mich persönlich wie der Reifen 1, war jetzt noch kein großer Unterschied. Da hat man nur ein bisschen mehr Seitenführung gegeben. Also ich habe ein bisschen mehr einschenken können, ein bisschen mehr das Hinterrad rausbrechen lassen können und habe das Ganze einfach ein bisschen besser kontrollieren können. Zum Reifen 3 muss ich sagen, der hat mir irrsinnig getaugt auch. War so, dass der Hinterreifen mir brutal viel Sicherheit gegeben hat und beim Rausbeschleunigen und einen irrsinnigen Grip aufgebaut hat zu den vorhergehenden. Was mir nicht so gefallen hat, war, dass er beim Anbremsen ein bisschen instabil geworden ist einfach. Und darum war jetzt nicht so mein Favorit, aber war super genial. Zu meinem Favoriten kommen wir jetzt. Das wäre der Reifen 4. Der hat mich eigentlich am meisten dazu ermutigt, einfach einzuschenken, einfach Gas geben. Und hat mir in der Beschleunigungsphase und in der Bremsphase am besten taugt. Das war, hat man beim Anbremsen, ich habe dann immer wieder am Schluss probiert, eine Vollbremsung zu machen. Da hat er mir einfach am meisten zugesagt und am meisten Stabilität geben, was mir einfach das Gefühl gut rüberkommen ist und auch von den Rausbeschleunigungsdrifts. War so, dass er mir am besten zugesagt hat, weil er einfach am besten zum Kontrollieren war. Ich habe dann eine Zeit lang geglaubt, im Prinzip, das liegt jetzt daran, dass es einfach massiv auftrocknet hat. Bin aber dann noch den Reifen 5 gefahren, der mir zwar auch sehr gut zugesagt hat und das war auch vom Grip her recht gut, nur er hat mir nicht genau dieses Gefühl gegeben wie der Vierer. Das war, es beschleunigt gut raus, es bremst gut an, aber von der Stabilität her war der irgendwie härter und hat mir einfach nicht dieses gute Feedback gegeben. Man muss dazu sagen, alle 5 Reifen sind top, vor allem für das, was man damit machen möchte. Wir reden jetzt nicht von Rennen fahren, wir reden jetzt nicht von brutale Erzbergmanöver oder Ähnlichem, sondern wir reden einfach davon, dass ich sage, okay, passt, ich habe da einen Feldweg, ich fahre hinein, ich schaue mir die Gegend an. Es geht mit den Reifen und das Einzige, wo eigentlich das Limit ist, ist dann mittlerweile nicht mehr, also bei weitem schon lange nicht mehr, die Motorräder,
und auch die Reifen sind nicht, man kann mit den Reifen sehr viel fahren und sehr viel machen. Also einfach ein Herz nehmen und mal den nächsten Feldweg, der halt frei befahrbar ist, nicht auslassen, sondern sagen, okay, passt, ich traue es mir zu, ich fahre hinein, ich schaue mir die Gegend an. Man muss keine Rennen fahren, es ist einfach nur im Prinzip, es ist eine Erweiterung von Möglichkeiten. Und ich hoffe, es hat euch getaugt und wir sehen uns demnächst wieder. Eines der vielen Details, die wir bei den Messungen am Prüfstand erfahren haben, ist die Entwicklung der Reifentemperatur in Abhängigkeit vom gefahrenen Schräglagenwinkel. Das allein sagt natürlich noch nichts über das Gripverhalten aus, aber was man an der Grafik sehr schön sieht, ist, wie die Temperatur mit steigender Schräglage doch sehr deutlich zunimmt. Eine interessante Aussage zum Gripverhalten bei Geradeausfahrt bieten die Bremswege. Die roten Balken zeigen hier die Bremswege auf trockener, die blauen auf nasser Fahrbahn. Die Unterschiede sind dabei jetzt nicht so groß, dass man sich deshalb für oder gegen einen dieser Reifen entscheiden muss, aber es ist schon interessant, wie hoch der Unterschied zwischen trocken und nass zum Beispiel beim Avon Trail Rider im Vergleich mit dem Dunlop Trailsmart Max ist. Mit dem Dunlop ist es faktisch egal, ob man im Trockenen oder bei Regen bremst. Am Schluss zeigen wir euch unsere Wertung in 8 verschiedenen Kategorien nach dem Schulnotenprinzip. 1 ist also die vergleichsweise beste, 5 die schlechteste Wertung in diesem Testumfeld. Ein wirklich schlechter Reifen war bei unserem Test allerdings nicht dabei und rein technisch bewegen sich alle 5 auf einem wirklich sehr hohen Niveau. Umso bemerkenswerter ist die subjektive Wertung unserer Testfahrer, die ja beide nicht gewusst haben, mit welchen Reifen sie gerade gefahren sind. Trotzdem haben beide unabhängig voneinander dem Conti Trailadec 3 klar die besten Wertungen gegeben. Der Conti hat es damit geschafft, nicht nur auf der Straße, sondern auch im Gelände den ersten Platz zu belegen. Ja, das war unser großer Motorradmagazin Adventure-Reifen-Vergleichstest. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Für uns war es sehr anstrengend, aber auch sehr spannend, ihn zu machen. Und wir haben selbstverständlich vor, das Ganze zu wiederholen. In der nächsten Saison wahrscheinlich mit einer anderen Reifenklasse, vielleicht Sport, vielleicht auch einmal mehr Gelände. Da sind wir natürlich auch gespannt, was eure Meinung ist. Also wenn ihr Vorschläge habt, was ihr gerne getestet haben wolltet oder auch Ideen habt, wie man den Reifenvergleichstest generell anders oder möglicherweise besser machen könnte, bitte nutzt einfach die Kommentarfunktion. Und ansonsten danke, dass ihr dabei wart. Gebt uns vielleicht einen Daumen hoch und abonniert unseren Channel, so ihr das noch nicht getan habt. Danke und bis bald.